Ja, also jetzt endlich Konstituentengrammatik. Also ein anderer Ansatz zur Syntax. Hier haben wir einen Beispielsatz, den wir uns jetzt mal näher anschauen möchten. Dieser Beispielsatz ist mehrdeutig, wie Sie erkennen können. Der Dieb bedrohte den Kunden mit dem Koffer. Le voleur a menacé le client avec la valise. Und Sie sehen, man weiß nicht genau, wer hier, also man weiß, der Dieb tut etwas mit dem Kunden, aber es könnte, der Satz könnte bedeuten, dass der Dieb einen Kunden bedroht, der einen Koffer trägt, oder der Dieb hat den Koffer und bedroht damit den Kunden. Also beide Möglichkeiten sind gegeben und man kann das vielleicht eindeutiger machen mit einer anderen Satzstellung. Und ja, und wir wollen uns jetzt halt syntaktisch mal anschauen, wie man jetzt innerhalb der Konstituentengrammatik das darstellen kann, also genau diese Mehrdeutigkeit darstellen kann, denn das ist ja nun ein wichtiger Punkt in der Linguistik, dass man solche Mehrdeutigkeiten, wie sie hier gegeben sind, nur darstellen kann. Ich hoffe, Sie haben alle die Problematik begriffen. No? El ladrón amenazó el cliente con la maleta. No? El cliente con la maleta. Also el ladrón amenazó al cliente con la maleta. El cliente con la maleta gehört einmal zusammen und einmal gehört zusammen el ladrón amenazó al cliente. Und con la maleta ist praktisch das Mittel. Also con la maleta el ladrón amenazó al cliente. Oder italienische Ladrona minacciato il cliente con la valigia, in Ladrona minacciato il cliente, also vermittels des Koffers, oder in Ladrona minacciato il cliente con la valigia, il cliente che portava una valigia, also der Kunde, der den Koffer trug. Es geht dann in die andere Richtung, nur zu vereindeutlichen mit so einem Relativsatz. Also das ist halt diese Lesart, dass der Koffer zum Kunden gehört. Ne? Also hier diese Klammerung, den Kunden mit dem Koffer. Ne? Und der Kunde wird halt näher beschrieben durch den Koffer. Das heißt, diese Präpositionalgruppe, con la valigia, con la maleta, mit la valise oder mit dem Koffer, ist Attribut zum Kunden. Man beschreibt den Kunden näher, der koffertragende Kunde. Hier die andere Lesart. Da gehört, wie gesagt, mit dem Koffer zum Verb, ist also adverbial und der Kunde steht für sich alleine. Also, hier, ich habe das mal grün gekennzeichnet, da kann man den Zusammenhang schön sehen. Amenacé avec la valise, amenazó con la maleta, aminacciato con la valigia, bedrohte mit dem Koffer, ne, den Kunden. Man kann das dann auch umstellen, ne, das ging im anderen Fall nicht. Also in diesem Fall kann man mit dem Koffer irgendwo anders hinstellen, insbesondere natürlich auch nach dem Verb, wo es ja auch einen engen Zusammenhang gibt. Also wir schauen uns jetzt nochmal an, wie man das syntaktisch darstellen kann, mit Hilfe eines sogenannten Konstituentenbaums. Das heißt, wir zerlegen den Satz in die unmittelbaren Konstituenten und wir fangen an mit dem Satz, wo der Koffer zum Kunden gehört. In zwei Teile, wie wir hier sehen, einmal eine Nominalgruppe oder auch NP genannt, Nominal Phrase, also hier das Subjekt des Satzes und den Rest des Satzes, die sogenannte Verbalgruppe. Amenacé le client avec la valise, amenazó al cliente con la maleta, aminacciato il cliente con la valigia, bedrohte den Kunden mit dem Koffer. Und das ist auch so ein bisschen so Grundschulgrammatik, ne, mit Satz, Gegenstand und Satzaussage. Also über den Dieb wird eine Aussage gemacht und das ist halt hier die Verbalgruppe,
diese ganze lange Gruppe hier von Amenassee oder Amenassant, Aminachato bedrohte bis La Valise gehört halt zusammen, hier durch diese grüne Klammer gekennzeichnet oder durch diese große Klammer drüber. Das ist also die sogenannte Verbalgruppe. Also normalerweise nimmt man nicht solche geschweiften Klammern, um das darzustellen, sondern solche Dreiecke. Das Dreieck bedeutet hier, dass da noch mehr zu analysieren ist, dass es weitere Konstituenten gibt, dass sich also die Nominalgruppe aus weiterem zusammensetzt und die Verbalgruppe aus weiterem zusammensetzt. Das Dreieck deutet eben nur an, dass hier die Analyse in Konstituenten nicht weiter. Das ist auch eine Abkürzung für die nicht weiter durchgeführte Zerlegung in unmittelbare Konstituenten. Wir haben also hier nur in dieser Darstellung die unmittelbaren Konstituenten von S. S ist der Satz, Sentence auf Englisch. Der Satz wird halt in Teile zerlegt. Und wie Sie schon an den fremdsprachlichen Abkürzungen sehen können, kommt diese Art der Analyse aus dem englischen Sprachraum und ist natürlich zunächst mal fürs Englische durchgeführt worden, ist auch heute noch die vorherrschende Analyse für das Englische. Wir kriegen manchmal bei anderen Sprachen da leichte Probleme mit dieser Analyse. Die großen europäischen Sprachen, Französisch, Spanisch, Italienisch, funktionieren einigermaßen in diesem Schema. Wenn ich exotischere Sprachen anschaue, dann geht das mit dieser Art der Analyse manchmal ein bisschen schwieriger, aber viele Sprachen funktionieren nach dieser Analyse und wenn eine Sprache mit der Konstituentenanalyse analysierbar ist, dann nennt man das auch konfigurational. Ja, also eine ganze Reihe von Sprachen lassen sich so analysieren. Ja, also der Satz wird zunächst mal in zwei Gruppen oder auch mehr, wenn da noch Adverbiale dabei sind, heute zum Beispiel, heute hat der Dieb oder heute bedrohte der Dieb den Kunden mit dem Koffer. Und dann ist das natürlich auch noch eine Konstituente des Satzes, ein sogenanntes Satzadverb. Sie sehen aber schon im Deutschen, verschiebt sich dann die Wortstellung und das Ganze lässt sich nicht mehr so gut darstellen, weil die Verbalgruppe bedrohte den Kunden mit dem Koffer ja auseinandergerissen ist. Heute bedrohte der Dieb den Kunden mit dem Koffer. Der Dieb ist immer noch die Subjektgruppe und die steht mitten in der Verbalgruppe. Und das sieht dann nicht mehr so schön aus, beziehungsweise lässt sich nicht mehr so gut darstellen. Da sieht man schon eine Besonderheit des Deutschen. Das Englische kann das deutlich besser. Falls Sie Anglistik studieren, werden Sie dort einem etwas anderes Schema der Satzanalyse kennenlernen, einen hybriden Ansatz. Der ist aber ein Spezifikum der bayerischen Anglistik und ist über Bayern hinaus eigentlich unbekannt. Also machen Sie lieber die Analyse so wie hier, insbesondere wenn Sie woanders sind als in Bayern. Ja, gut, wir gehen weiter mit unserer Analyse. Wir schauen uns jetzt mal die Nominalgruppe vorne an. Und die lässt sich weiter zerlegen, nämlich in einen Determinator und ein Nomen. Oder Determinator, stattdessen liest man auch manchmal Determinans. Im Deutschen finde ich das Wort Determinator eigentlich ein bisschen besser. Das ist so ein Oberbegriff für alles, was anstelle eines Artikels stehen kann. Wir haben hier in der Tat jetzt gerade mal einen definiten Artikel, könnte auch ein indefiniter Artikel eingesetzt werden. Aber es könnte zum Beispiel auch ein Possessivpronomen im Französischen oder im Deutschen die Stelle eines Artikels einnehmen. Das ist dann auch ein Determinator, also mein Dieb oder mon voleur auf oder il ladron. Nur auf Italienisch geht das nicht. Auf Italienisch sind die Possessivpronomen da sowas wie Adjektive. Da steht dann immer noch ein Artikel dabei. Das heißt, der Artikel ist der Determinator, il mio ladrone. Mein Dieb, il mio ladrone.
Das Edel ist der definierte Artikel, mio dann ein Adjektiv. Also sehen wir, die Sprachen unterscheiden sich etwas. Das hatten wir ja bei der Dependenzgrammatik, glaube ich, schon mal besprochen. Also hier Determinator, dasjenige, was anstelle eines Artikels stehen kann oder eben auch der Artikel selbst. Hier haben wir zufällig einen Artikel auch direkt schon. Und das wird meistens als Determinator bezeichnet oder DET abgekürzt oder D abgekürzt. Also üblich ist die Abkürzung DET für Determinator. Da ich aber immer wenig Platz habe auf diesem Diagramm, bevorzuge ich das D für den Determinator, aber verbreiteter ist DET. So, dann sind wir auf der Ebene der Wortarten angekommen und wie Sie schon das letzte Mal gehört haben, ist damit Schluss. Das sind die sogenannten terminalen Symbole. Dann kann ich keine weiteren Konstituenten mehr rausziehen. Da ist die syntaktische Analyse zu Ende. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwelche morphologischen Analysen durchführen kann. Eventuell, voleur scheint zusammengesetzt zu sein aus dem Verb voler und einem Suffix. Das wäre dann aber eine morphologische Analyse. Und natürlich bleibt mir auch noch die phonologische und die phonetische Analyse, aber auf der Ebene der Syntax sind wir mit den terminalen Symbolen, also mit den Kategorien, den Wortarten, dann am Ende der Analyse angekommen. Ja, und das mache ich jetzt auch auf der Ebene der Verbalgruppe. In der Verbalgruppe haben wir typischerweise diese Einteilung, dass wir ein Verb haben, in einer bestimmten konjugierten Form und eine weitere Nominalgruppe als Schwesterkonstituente des Verbs, das ist dann das direkte Objekt. Mit Jean avec la valise ist das direkte Objekt. So, jetzt sehen Sie hier noch eine Besonderheit, nämlich das Verb ist im Italienischen und Französischen zweiteilig. Es handelt sich also hier um eine analytische Verbform, also eine Verbform, die aufgeteilt ist in zwei Teile. Im Spanischen amenazó und Deutschen bedrohte ist das Verb einteilig. Es handelt sich um eine synthetische Präteritalform, Form der Vergangenheit, Präteritalform. Und ja, das kann man ignorieren vielleicht. Im Deutschen ist das ja auch äquivalent. Bedrohte hat bedroht. Nur wenn man es ignoriert, hat man halt im Deutschen ein Problem mit der Wortstellung. Man hat den Kunden mit dem Koffer bedroht. Das ist die sogenannte Klammerkonstruktion im Deutschen. Und das aufgespaltete Verb dann um sein Objekt herumsteht. Zeigt natürlich nochmal genau an, wo die Grenzen des Objekts sind. Dass das Ganze, den Kunden mit dem Koffer, das Objekt ist. Sonst könnte man die Wortstellung nicht erklären. Und wenn ich sage, der Dieb hat den Kunden bedroht mit dem Koffer, erstmal klingt es komisch, und dann ist da auch diese Lesart, dass das der Koffer ist, nicht mehr gegeben, sondern eher die andere. Also Sie sehen, das Ganze ist das Objekt. Hier kann man sehr schön an der Klammerkonstruktion erkennen. Aber wenn es sowas gibt wie die Klammerkonstruktion, dann möchte ich natürlich das Hilfsverb auch in meine Analyse einführen. Also wenn man tatsächlich amenacé und Aminachato auseinanderziehen kann, dann ist es besser, das auch syntaktisch anders zu machen. Sie wissen ja, im Französischen kann ich da nicht mehr viel einschieben, da kann ich nur noch die Negationspartikel einführen. A n'a pas menacé, das geht. Zwischen A und menacé kann nur noch pas stehen. Italienisch kann da vielleicht auch noch ein Adverb stehen. A molto minacciato, a spesso minacciato. Geht auf Französisch nicht so gut. A souvent menacé. Doch, es geht. A souvent menacé. Ja. Man kann da vielleicht noch was einfügen. Ja, und deshalb habe ich hier eine andere Analyse für Französisch und Italienisch. Und da haben wir im Grunde zweimal die VP. In der ersten VP haben wir so ein Element, das ich hier AUX abgekürzt habe, AUX für Auxiliar, also etwas, was ein Hilfsverb darstellt.
Und das Hilfswerk hat als Schwesterkonstituente den Rest der VP, die dann eben auch das Verb enthält. Das ist natürlich vielleicht nicht so schön, weil wir zweimal VP untereinander haben, einmal mit Auxiliar, einmal ohne Auxiliar. Das kann man so machen. Wir werden sehen, bei der NP macht man das ja so, wir haben es auch schon gesehen, dass man so eine sogenannte nackte NP hat. Also schreiben Sie das nicht so als Vorstellung, also eine ohne Artikel und eine mit Artikel. Und hier könnte man genauso gut eine ohne Auxiliar und eine mit Auxiliar haben. Das ist auch ein interessanter Ansatz, wenn das Auxiliar spielt so eine besondere Rolle hier. Man nennt das auch Spezifizierer, also eine Rolle, die der Ebene, auf der der Kopf steht, nämlich V, übergeordnet ist. Ähnlich geht das dann auch beim Determinator. Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Es gibt eine andere Lösung, die man manchmal sieht, nämlich manche Linguisten nennen diese besondere VP, die das AUX enthält, Auxiliargruppe oder Auxiliarphrase hier, Auxiliarsyntagma, und dann ist AUX der Kopf des Auxiliarsyntagmas. Das kann man also auch so machen. Also das wird manchmal gemacht. Ich mache es jetzt hier mal nicht, weil das ein bisschen ein Sonderweg ist. Ja. Denn viele sind eben der Meinung, das kann man auch so machen. Und dann kann man sagen, Auxiliar ist eine zusätzliche Spezifizierung der eigentlichen VP mit dem V. Und da spricht ein bisschen was dafür. Sie sehen schon, die Dependenzgrammatik schleicht sich da so ein bisschen ein. Wir auch gesehen haben, ne, das Verb steht ganz oben, und zwar das Verb, das eben auch eine bestimmte Valenz hat, und das ist eben gerade Menacé hier, oder Minacciato, während das Auxiliar da keine wirklich gute Rolle spielt, sondern einfach nur angibt, dass das ein besonderes Tempus ist. Also von dem A auf Französisch oder Italienisch geht keine Valenz. So, also das ist die allgemein präferierte Darstellung, oder aber, ne, um eben die Sprachen besser vergleichen zu können, diese Darstellung, da ist eben Amenacé oder Aminacciato genauso behandelt wie Bedrohte oder Aminacé. Einfach was mehr. Auch das ist wichtig. Ne, Sie sehen, es gibt immer mehrere Lösungen. Es gibt nicht eine richtige Lösung und viele falsche, sondern viele richtige. So, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zur NP. Bei der NP müssen wir natürlich zunächst mal den Determinator entdecken, denn der determiniert alles. Der determiniert ja nicht nur Client, sondern der determiniert Client avec la valise. Also normalerweise das Nomen mit seinem Attribut. Also das erweiterte Nomen. Man nennt das erweiterte Nomen dann auch nominal. Nominal. Und das Ganze mit dem Determinator dann Nominalgruppe, ne? Oder Nominalphrase oder Nominalsyntagma. Ich habe das hier nochmal auch direkt auf die, das direkt auf die Folie geschrieben. Nominalgruppe. Und dann gibt es nochmal NP, das ist aber einfach wird oft nur nominal genannt. Obwohl das auch natürlich eine Gruppe ist, wenn man so will. Es gibt eben so eine Definition, die nennt das erweiterte Nomen nominal, erweitert durch ein Attribut. Avec la valise, das könnte ein Adjektiv sein. Le client sourd, der taube Klient. Genau, ja. Also manche stören sich natürlich auch daran, dass man zweimal NP untereinander hat. Und haben deshalb gesagt, naja, wenn das eine NP mit Artikel ist, also mit Determinator, Determinatorgruppe, ja, und dann haben wir den Determinator als Kopf. Ne? Determinator Kopf, Schwester, was wir weiter analysieren lässt, beziehungsweise in dem Fall
Determinator als Kopf und dann Nomen als Kopf. Das ist dann schon nicht mehr so schön, weil Nomen möchte man eher in einer Nominalgruppe haben. Und deshalb hat auch die Mehrheit der Linguisten dann gesagt, okay, wir verzichten auf das Konzept der Determinatorphrase oder Determinatorgruppe und nennen das auch NP und haben dann einfach zwei Ebenen der NP und dann sagen wir wieder, wie vorhin beim Auxiliar, das obere, da wenn NP in NP eingebettet ist und hat noch eine Schwesterkonstituente, dann nennen wir den Spezifizierer der NP, spezifiziert die gesamte NP und dann kommt die NP erst und enthält den Kopf der NP, in diesem Fall Pion oder in dem Fall Voleur. Gehende und so weiter. Ladron. So. Hier geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Also das nächste, was wir rausnehmen, ist natürlich Client, Kopf der NP. Und der hat eben noch eine Schwesterkonstituente, nämlich das Attribut, in diesem Fall ein präpositionales Attribut. PP, Präpositionalgruppe, Präpositionalphrase. Und eine Präpositionalgruppe besteht natürlich immer aus einer Präposition und einer Nominalgruppe. Und die Präposition wird durch eine Nominalgruppe begleitet. In diesem Fall ist ein bisschen verschoben, aber Sie sehen, wie das zusammengehört. Also D ist natürlich La und Valise ist dann das Nomen. Ja, sieht ein bisschen verschoben. Man kann es auch nochmal schön in den Farben erkennen und man sieht auch den Nachteil der Klammerdarstellung, weil man hier ganz viele Klammern hat. Den Überblick kann man nur noch behalten durch diese Farben oder indem man abzählt und Sie sehen, mit dem Baum ist das schöner dargestellt. Hier ist es dann auch noch ein bisschen besser untereinander. Ist auch nochmal farbig dargestellt im Baum. Präposition avec oder con oder mit. La valise, la, der Artikel, Determinator. In ist dann valise. So, also das Ganze ist die VP, vom Verb angefangen bis zum Ende. Und dann haben wir die NP. Dem Artikel, dann die nackte NP, ich sage immer gerne nackte NP, das ist die ohne Artikel, aber das ist natürlich informell, das sollten Sie niemals schreiben, nackte NP, dann sagen Sie lieber nominal, dann ist halt hier eine Metapher, die das Ganze ein bisschen anschaulich machen soll, aber es ist meine Metapher und damit würden Sie auf Stirnrunzeln stoßen, wenn Sie von nackten oder angezogenen NPs sprechen. Ja, gut. Also Sie sehen schon, wie das funktioniert. Wir haben erst die Satzebene, dann haben wir die beiden abstrakten, unmittelbaren Konstituenten, NP, VP. Die VP dann wieder weiter zergliedert. Da kommt dann nochmal eine NP und nochmal eine NP und so weiter. Also auf jeder Ebene wird praktisch die ganze Struktur neu geschrieben, wenn man so will. Und das Ganze endet auf der untersten Ebene mit den Wortarten. Oh, das untere sind immer die Wortarten. Das Ganze kann man als Regeln schreiben. Das sind dann sogenannte Rewriting Rules. Hier haben Sie die auf der nächsten Folie. Rewriting Rules. Und ja, da haben Sie dann eben genau diese Vorschrift, ein S, einen Satz, zerlegt man in NP und VP. Das NP, die Nominalgruppe, das Nominalsyntagma, direkt unter dem S, wird auch als Subjekt bezeichnet. Und dann, wenn ein D, ein Determinator vorhanden ist, dann zerlege ich die NP, die Subjekt-NP, in Determinator und Nominal, NP wieder. Wenn AUX vorhanden ist, dann die VP in AUX und VP. Und wenn V transitiv ist, das Verb transitiv ist, dann Verbalgruppe zerlegbar in ein Verb und eben dieses Objekt, NP
ist dann das Objekt. So, also wir können das da nochmal schön darstellen im Baum. Wir haben eine Subjektrelation, die ist eben definiert, dass NP direkt unter S steht. Wir haben eine Objektrelation, die ist dadurch definiert, dass das NP, also das Nominalsyntagma, unter VP steht. Und deshalb muss man das auch so machen, deshalb muss auch das NP unter VP kommen. Wenn man das NP direkt unter den Satz ansiedeln würde, wie das manche Leute machen, dann könnte man Subjekt und Objekt nicht machen. Und dann haben wir die Relation der Attribution. Das ist also das, was das Nominal noch beinhaltet, das Nomen eben via beschreibt. Das Attribut ist immer unter NP. Das kann eine Präpositionalgruppe sein, kann auch ein Adjektiv sein. Und ist eben Schwesterkonstituente des Nomens. Ja. Und wie Sie schon gesehen haben, wir haben hier auf den verschiedenen Ebenen NPs. Wir haben NPs innerhalb von NPs und möglicherweise VPs innerhalb von VPs, wie wir vorhin gesehen haben. Und diesen Fall nennt man Rekursion oder Rekursivität. Das heißt also, ein NP ist wiederum innerhalb von NP enthalten. Dann natürlich nochmal innerhalb von PP, aber auch dann wieder unter NP. Und dann spricht man von rekursiven Kategorien, von Rekursivität oder Rekursion. Und manche Sprachwissenschaftler sind der Ansicht, dass dieses Verfahren, dass Strukturen innerhalb von Strukturen wieder eingebettet werden können, etwas ist, was menschliche Sprache von anderen Kommunikationssystemen unterscheidet. Ja, das kann man glauben, ist aber im Moment vielleicht auch nicht so relevant für unsere Analyse. Ja, so, hier nochmal die Writing Rules, wie sie weitergehen. Wir waren ja schon bis zum Objekt gekommen und jetzt eben auch noch die Regel, die das Attribut beschreibt. Ne? Also die NP, also die nackte NP, eben das Nominal, NP ohne Artikel, ist zerlegbar in Adjektiv plus Nomen oder in N plus PP, PP-Präpositionalgruppe. Und das Adjektiv und die Präpositionalgruppe sind jeweils Attribute. In den romanischen Sprachen steht das Adjektiv auch häufig nach. Die Sprache ist somit, man könnte sagen, harmonischer, weil die Adjektive häufig auch die gleiche Stellung einnehmen wie die Präpositionalgruppen. Es gibt dann also eine hervorstechende Attributposition, die ist eben postnominal, man sagt dann auch postdeterminierend oder postmodifizierend, während vor dem Nomen eher die Position für sowas ist wie Determination. Ne? Und diese wenigen Adjektive, die auch voranstehen können, sind dann so ein bisschen eher verwandt mit Determinatoren. So, jetzt haben wir den einen Satz. Und jetzt schauen wir uns mal den anderen Satz an, der an der Oberfläche genauso aussieht, aber die Klammerung zeigt, dass hier die Zusammenhänge anders sind. Nämlich, dass in dem Fall der Koffer sozusagen zum Dieb gehört, denn der Dieb bedroht damit einen Kunden, der vielleicht gar keinen Koffer hat. So, also diese Form des Satzes, bei der eben avec la valise, con la maleta, con la valigia, mit dem Koffer wegbewegt werden können. So, da schauen wir uns die Struktur gleich mal an. Also ich mache es jetzt nicht schrittweise, sondern wir schauen uns die ganze Struktur an. Und Sie sehen, die ist unterschiedlich. Also erstmal NP unter S ist genauso wie vorher. Aber die Verbalgruppe sieht anders aus. Wir haben die gesamte Verbalgruppe. Ich habe jetzt hier wieder auf das AUX verzichtet. Das war nur als Verb bezeichnet. Und jetzt gibt es hier zwei Konstituenten. Einmal das direkte Objekt. Und einmal, das gehört auch noch zur Verbalgruppe, so eine Art Adverbial. Und das Adverbial ist wieder eine Präpositionalgruppe.
Und da haben wir jetzt eine dreigeteilte Verbalgruppe. Kann man auch noch anders machen. Aber wir machen es erstmal so. Und da sieht man jetzt die sogenannte Adverbialrelation. Das ist eben auch noch etwas, was unter VP ist. Eine Präpositionalgruppe unter einer VP ist natürlich kein Attribut, sondern immer eine Adverbialgruppe. Und Sie sehen das ja auch ganz schön bei der Klammerung, beziehungsweise bei der Einfärbung, wie die Zusammenhänge sind. Ich habe das hier auch nochmal als Rewriting Rule geschrieben. Die obersten Rewriting Rules kennen wir schon. Und jetzt haben wir hier nochmal die für Adverbiale. Eine Verbalgruppe, VP, kann zerlegt werden in ein Verb, ein Objekt und etwas Adverbiales. Das ist hier immer in Klammern geschrieben, weil es optional ist. Ich muss kein Objekt haben. Und oben sieht man es auch. Einige Verben haben kein Objekt, intransitive Verben. Und als Adverbial ist ohnehin fakultativ. Also, hier nochmal dargestellt. Das Adverbial kann eine Präpositionalgruppe sein, kann aber auch ein Adverb sein. Ne? Also zum Beispiel sowas wie lentement, lentamente, langsam, ne, hat den Kunden langsam bedroht. Wo, was soll langsam beim Bedrohen? Da würde man vielleicht noch was anderes nehmen. Langsam, gefährlich. Ja. Dangereusement. So, da haben wir es nochmal. Ja, das kennen Sie jetzt schon. Also hier die Adverbialrelation. Das ist die eine Analyse und das ist die andere Analyse. Hier nochmal gegenübergestellt. Da können wir nochmal beide nebeneinander sehen. Da unten die mit der Attribution und oben mit der Adverbialrelation. Man sieht also ganz schön den Unterschied. Avec la valise gehört hier zu client in die MP. Avec la valise gehört da zum Verb amenacer. Das ist also ein Adverbial. Weiter oben im Baum eigentlich. So, jetzt mache ich etwas. Was ich auch schon in der Übung gemacht habe, was man eigentlich didaktisch nicht machen sollte. Ich zeige Ihnen falsche Analysen. Aber ich glaube, Sie haben schon genug Erfahrung jetzt gesammelt, um mit den falschen Analysen zurechtzukommen. Da steht auch dran, dass sie falsch sind. Also keine Angst. Eine Analyse, wir kommen auf die da unten, also so ist sie richtig. Ne? Erst der Determinator, der Client avec la valise modifiziert und dann ist eben avec la valise Attribut zu Client. Was man oft sieht, ist diese leider falsche Analyse. Bei der nehmen die Leute an, dass le Client zusammengehört und das Ganze, le Client, durch avec la valise attribuiert wird. Also avec la valise als Attribut zu le client, statt nur zu client. Also hier unten, das ist nochmal richtig. Hier sehen Sie es falsch, vielleicht ein bisschen schnell. Ich zeige es nochmal. Richtig. Ne? Avec la valise ist Attribut zu client, nicht zu le client. Denn das le determiniert ja die ganze Nominalgruppe. Und hier ist das halt falsch dargestellt. Das NP zerfällt in eine NP, die aus Determinator und Nomen besteht. Und dann erst kommt das Attribut. Und da, das kann aber so nicht sein, wo man das oft sieht, unter anderem in der Anglistik. Denn es gibt Proben. Das hatte ich Ihnen das letzte Mal ja schon gesagt. Und die Proben
weisen darauf hin, dass diese Analyse nicht richtig ist. Denn wäre sie richtig, müsste man avec la valise von Le Client als Ganzem wegbewegen können. Das ist so eine Kommutations- oder Permutationsprobe. Das sind zwei Namen für die gleiche Sache. Das geht aber nicht, denn wenn ich das tue, wenn ich sage, à menacer avec la valise Le Client, dann hat das sofort die andere Lesart. Und nicht die, die wir hier wollen. Also, Le Client und avec la, also Client und avec la valise sind nicht trennbar. Ich kann auch nicht sagen, le avec la valise Client. Also, auch auf Italienisch nicht. Il con la valigia cliente. Auch nicht con la valigia il cliente. Dann würde sich das Con la Valigia anders verstehen lassen, nur noch als Instrument verstehen lassen. Und auch die Substitutionsprobe geht nicht auf. Bei der Substitutionsprobe kann man Dinge ersetzen. Also ich könnte avec la valise ersetzen. Könnte man auf Französisch ein Adjektiv kreieren. Valise. Bekoffert, würde man aber was anderes drunter verstehen, Valise, dann wäre der Klient im Koffer oder so. Ne? Valise, was könnte man sonst nehmen als Adjektiv? Belastet, ne? Durch den Koffer belastet. Le Client chargé. Carregato auf Italienisch. Belastet auf Deutsch, den belasteten Kunden. Aber wenn man das machen würde, dann wäre sofort klar, dass diese Sache nicht funktioniert. Also le client chargé. Client chargé gehört auf jeden Fall zusammen. Und le modifiziert client chargé. Denn der chargé kann man nicht woanders hinstellen. Das kann man kann nicht sagen, chargé le client. Cargato il cliente. Es geht nur il cliente cargato. Also wie gesagt, von la valigia kann man durch ein Adjektiv ersetzen und dann würde man automatisch die andere Analyse machen, weil also das Adjektiv natürlich mit modifiziert wird durch den Determinat. So, die Terminologie hatten wir schon gesprochen. Hier jetzt nochmal zur Wiederholung, da sehen Sie es auch nochmal, man spricht von unmittelbaren Konstituenten, Immediate Constituents und deshalb auch IC-Analyse für Immediate Constituent Analyse, Analysis, Immediate Constituent Analysis. Allerdings sind die Dinge, die man wirklich beobachten kann, natürlich nur die Wörter am Ende und vielleicht die Wortarten dieser Wörter, also die terminalen Knoten oder terminalen Symbole. Das sind die Dinge, die man halt noch am besten greifen kann. Dazwischen sind abstrakte Stufen, die als funktionale Knoten oder funktionale Kategorien bezeichnen. Funktionale Kategorien, funktionale Knoten, und die muss man halt unterscheiden. Also die funktionalen Kategorien und Knoten erkennt man oft daran, dass da noch so ein P dran steht für Syntagma, Englisch Phrase. Dann auf Deutsch wird natürlich auch gerne Phrase gesagt. Aber nicht immer. Das S hat zum Beispiel kein P hinter sich. So, hier nochmal. Die terminalen Symbole sind Wortarten oder sogenannte syntaktische Kategorien, manchmal auch morphosyntaktische Kategorien genannt, weil sie ja die Schnittstelle bilden zur Morphologie. Wortarten sind ja auch eine wichtige Einheit der Morphologie. So, ja, also dieser Satz hier, l'élève mange une pomme, ist natürlich sehr einfach. Subjekt steht aus zwei Elementen und
dass die Verbalgruppe besteht aus dem Verb und dem Objekt. So, Müller-Riemer, das ist die Syntax der romanischen Sprachen, 1998, von der ist dieses Beispiel, oder von denen ist dieses Beispiel, sind ja zwei Autoren, dazu dann auch noch eine Definition, die habe ich da auch übernommen. Ne? Da steht es dann nochmal, jeder Knoten dominiert alle diejenigen Knoten, Kategorien, die unter ihm hängen. Eine Kategorie wird von einer anderen Kategorie unmittelbar dominiert, wenn zwischen den beiden keine weiteren Kategorien auftreten. Und das ist dann hier nochmal etwas abstrakter dargestellt. Unmittelbare Dominanz, Alpha dominiert Beta, unmittelbar genau dann, wenn Alpha Beta dominiert, es keine Kategorie Gamma gibt, die Beta dominiert und von Alpha dominiert. Bisschen abstrakt, aber das sagt das Gleiche aus. Hier dann nochmal die gesamte Terminologie zusammen. Also wir haben einmal da oben dieses S, das ist sozusagen der Startpunkt, Starting Point, das heißt zufällig auch noch Sentence, aber hier bedeutet es abstrakt, das Startsymbol, Ausgangssymbol im Gegensatz zu den Terminalen. Das ist natürlich ein abstraktes Element, eine funktionale Kategorie. Und dann haben wir die Konstituenten, in die das zerlegt wird. Und wir haben am Ende kleingeschrieben die terminalen Symbole, die gerne auch als Blätter bezeichnet werden, weil wir hier von einem Baumdiagramm ausgehen. Ne? Dann gibt es oben einen Ausgangspunkt und am Ende gibt es halt die Blätter. Und wir sehen da die Blätter, das ist einmal AB, terminale Symbole. Dann haben wir noch Epsilon, das ist ein besonderes Symbol. Kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, und dann ist es hier ganz klar, B ist der Kopf von B und wir sprechen dann auch davon, dass also kleines B ist der Kopf von großem B, dass große B eine Projektion vom kleinen B ist. Also das, was über dem Kopf ist, wird oft als Projektion bezeichnet. Also der funktionale Knoten, der über dem Kopf ist. Ja, und S ist natürlich, kann man dann auch als Projektion bezeichnen, wenn man so will, eben von Groß A und Groß B. Groß A und Groß B sind Schwesterkonstituenten. Da sieht man auch, dieses Baumdiagramm hat was mit so einem Stammbaum zu tun. Also das sind Schwestern, wird gesagt, metaphorisch. A und B sind Schwestern. Gleichzeitig sind A und B Töchter von S, also sogenannte Tochterkonstituenten von S. Und man sagt Tochterkonstituente und Schwesterkonstituente. Ja, A ist rekursiv in A enthalten. Wir haben da A mit A mit klein a, also groß A mit klein a. Und dann haben wir nochmal groß A mit klein a. Und das sind dann also Schwester, das ist rekursiv. Und außerdem haben wir hier dann noch sogenannte binäre Verzweigungen. A und B ist also, dass S in A und B zerlegbar ist, ist eine binäre Verzweigung. Und dass A dann in Groß A und Klein A zerlegt werden kann, ist auch eine binäre Verzweigung. Und das A wird dann nochmal in Klein A und Groß A zerlegt. So, jetzt geht es hier noch um A und A. Also, klein a könnte natürlich Kopf von A sein. Dann haben wir mal das Problem, was ist mit Epsilon?
Epsilon bleibt über unter A. Das heißt, Epsilon muss der Kopf von Groß A sein. Aber es ist dann klein A. Ja, da gibt es dann eine besondere Bezeichnung. Wenn etwas nicht Kopf von Groß A ist, also wenn klein A nicht Kopf von Groß A ist, dann nennt man es Spezifizierer seiner Schwesterkonstituente Groß A. Also wir haben es hier bei klein a mit sogenannten Spezifizierern zu tun und Epsilon ist der Kopf von Groß A. B, klein b ist der Kopf von Groß B, bleibt nichts anderes übrig. Und da in dem linken, auf der linken Seite des Baumes Epsilon nur noch übrig bleibt, weil es ist Epsilon der Kopf von Groß A und klein a ist dann der Spezifizierer von Groß A. Gut. Ja, hier ist wieder dieses Beispiel. Und da kann man das dann auch nochmal sehen. Hier, das ist eigentlich relativ einfach. S zerlegt sich in zwei Schwesterkonstituenten, NP und VP. VP dann in Determinator und Nomen. Das ist halt nicht weiter schwierig. Das Nomen ist ist der Kopf und det ist die Schwesterkonstituente des Kopfes. Und da auch det Schwesterkonstituente von N und Kopf von VP ist V und hat halt noch eine V hat halt noch eine Schwesterkonstituente. Man nennt übrigens die Konstituente neben dem Kopf, also wenn der Kopf noch eine Schwesterkonstituente hat, also hier ist NP neben V, manchmal auch Rest, also Kopf und der ganze Rest. Können natürlich auch noch mehrere sein. Es kann auch dreiteilig sein. Also nicht eine binäre Verzweigung, sondern dann nochmal eine ternäre, also eine Dreierverzweigung. Ja, und wenn wir jetzt hier noch ein Adjektiv hätten, also N noch erweitert wäre, dann hätten wir ja zweimal NP, dann wäre det der Spezifizierer von der zweiten NP. Wir können uns das nochmal an einem anderen Beispiel anschauen. Ich gehe da nochmal zurück. Dann sieht man es nochmal. Dann muss ich weit zurückgehen. So, ja, nehmen wir das. Ja. Sie sehen, da haben wir NP und nochmal NP. Der Determinierer ist nicht Kopf von NP, das wäre N. Ja. Und damit ist die ein Spezifizierer. Wenn wir Spezifizierer haben, haben wir halt eine NP, die direkte Projektion von N ist und dann gibt es darüber nochmal NP, das ist dann eine Projektion zweiter Ordnung, weil der Kopf nicht direkt darunter ist, sondern zwei Stufen darunter ist. Jetzt haben wir die gesamte Terminologie gut durchgearbeitet. Es dürfte es aber keine Überraschungen mehr geben. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Unterschied an zur Dependenzgrammatik, damit wir nochmal sehen, was wir da gemacht haben im Vergleich zur Konstituentengrammatik. Bei der Dependenzgrammatik hatten wir ein sogenanntes Stemma, keinen Baum. Und beim Baum ist ja immer das Schöne, das geht oben los, dann gibt es so Verzweigungen und am Ende sind die Blätter. Das ist hier nicht der Fall. Sie sehen, das Diagramm ist ganz anders. Es werden nämlich hier nur terminale Symbole miteinander verbunden. Und im Sinne der Dependenzgrammatik muss es ja nur um Wörter gehen. Und also hier nur terminale Symbole verbunden. Das heißt, wir haben keinen Startpunkt und dann Verzweigungen bis zu den Blättern, sondern die Blätter sind sozusagen mittendrin. Deshalb ist das eben kein Baum, sondern ein Stem. Hier nochmal die andere Ansicht. Ach so, war das der gleiche Satz? Nee, Lalunnomanja und Amela. Kommt noch dazu, dass wir die Reihenfolge ablesen können hier dran, von links nach rechts. Das geht bei dem Konstituentendiagramm auch nicht so ohne weiteres. Ja, wir schauen uns jetzt hier also nochmal ein Konstituentendiagramm an. Le pommier a donné 3 kilos de pommes. Also der Apfelbaum hat 3 Kilo Äpfel abgeworfen und natürlich
wird das ja aufgeteilt in zwei Konstituenten, NP und VP. Die erste NP kann man dann weiter zerlegen, ne? Le Pommier, ne? Und dann haben wir Adonai, 3 Kilo Le Pomme. Ne? Ja, da müssen wir jetzt was machen. Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem Augs. Und das Augs, wenn das Augs vorhanden ist, haben wir noch ein Augs dazwischen, genau. Also hier VP. VP haben wir also zweimal und da kann man wieder sagen, ne? V ist ja der Kopf von VP, wir haben aber nochmal einen VP drüber, also eine zweite Ebene der Projektion, ja, und vom Kopf ausgehen. Das heißt, Augs ist dann der Spezifizierer von V, hier nochmal dargestellt. Augs als Spezifizierer von V ist also übergeordnet, aber eben nicht Kopf von VP. Und wir haben da eine zweite Ebene der Projektion bzw. eine Projektion zweiter Ordnung mit einem Spezifizierer. Und dann haben wir hier eine NP, wo zuerst der Determinator rausgeht. Der Determinator ist hier ein Numeral. 3 Kilo de Pomme. Kilo de Pomme gehört also zusammen. Das ist also die eigentliche NP. Das Numeral ist sozusagen Spezifizierer der NP. Möglicherweise Determinator oder auch Adjektiv bei Numeralen. Ist man so ein bisschen zurückhaltend. Man weiß zwar, das ist auch spezifizierend, weil Kilo de Pomme natürlich als Ganzes modifiziert wird, aber man weiß nicht genau, ob das ein Determinator ist oder ein Adjektiv. Denn auf der einen Seite ersetzt es natürlich schon einen Artikel. Ne? 3 Kilo de Pomme statt 1 Kilo de Pomme. 1 Kilo de Pomme. Könnte man sagen, das ist ein indefiniter Artikel, Tobakkeluniform, das ist irgendwie ein Zahlwort. Aber man könnte auch sagen, Letroakkeluniform. Letroakkeluniform. Und dann hätten wir einen Determinator noch zusätzlich, dann müsste Tor ein Adjektiv sein. Ja, also wie gesagt, da streiten sich die Geister, wie man das zu interpretieren hat. Also, nach dieser Rewriting-Rule, wenn D vorhanden, dann DNP oder irgendwie über die Adjektiv. Im Writing Rule, die müsste ja auch stehen. AN, jetzt weiter oben. Da ist also beide Möglichkeiten kann man hier annehmen. Und Sie sehen, das ist oft nicht so eindeutig, da muss man eben eventuell nochmal argumentieren, was besser ist. Ja. Trois kann mit D ersetzt werden. Ne? Trois Kilo de Pomme. D Kilo de Pomme scheint also Determinator zu sein. D Kilo de Pomme ist ein indefiniter Determinator im Französischen für den Plural. Ne? Also genau wie Ün, nur im Plural. Aber ich kann sagen, les trois Kilo de Pomme. Und das macht hier alles ein bisschen schwierig. Also das Numeral kann indefiniten Artikel ersetzen, scheint deshalb Determinator zu sein, ist aber mit definitem kombinierbar, das heißt, es scheint ein Adjektiv zu sein. Also Numeralia stehen oft zwischen Determinator und Adjektiv. A steht hier für Adjektiv. Und das heißt, wir machen am besten eine zusätzliche Regel, um das zu erfassen. Wenn Numeral vorhanden, oberste NP, man, Determinator eventuell, ne, les 3 Kilo oder nur 3 Kilo. Also eine neue Regel, haben wir sonst nicht richtig beschreiben können. Ja, und wir können sogar feststellen, dass es sowas wie eine Hierarchie gibt. Ganz links steht der Determinator, dann steht ein Numeral. Und dann kommt eventuell ein pränominales Adjektiv oder aber es kommt das Nomen und dann kommt das postnominale Adjektiv und dann am Ende das präpositionale Attribut, was ganz hinten steht. Also das ist hier so eine Hierarchie, was steht am meisten links und was steht dann immer weiter rechts. Wir sehen auch, dass das Adjektiv
ist ja manchmal vor dem Nomen stehen kann, aber selbst wenn es nach dem Nomen steht, steht es meistens näher am Nomen als eine weitere Präpositionalgruppe. Das heißt, wir können das auch nochmal aufteilen, das Adjektiv weiter links als das PP, also die Präpositionalgruppe, und das Nomen steht da irgendwo beim Adjektiv, das Adjektiv kann davor oder danach stehen. Ja. Gut. Ja, aber hier haben wir jedenfalls den Baum jetzt ohne den Determinator. Und da nimmt das Numeral wohl den Platz des Determinators an. Ja, spezifiziert also das Nomen. Das ist also eine Ebene oberhalb des Nomens angesiedelt. Achso, zu dieser Hierarchie müsste man vielleicht auch noch eine Sache zusätzlich ergänzen. Der sogenannte Allquantor, Indefinitpronomen, was sowas bedeutet wie alle in romanischen Sprachen, Spanisch todo oder Französisch tu, tutto im Italienischen, tutti, dann im Plural, würde sogar in den romanischen Sprachen noch eine weitere Sonderstellung haben, steht nämlich links vom Determinator. No? Todos los españoles oder tutti gli italiani oder so, no? Immer ganz links der alle Quantor, den man aber ansonsten auch so ein bisschen wie ein Adjektiv behandeln würde, weil er ja kombinierbar ist mit Determinator. No? Dennoch von der Stellung her ganz links. Also wenn wir diese Liste hier noch vervollständigen wollten, müssten wir als allererstes den Allquantor setzen, dann Determinatoren, Artikel oder Demonstrativpronomen oder sowas, dann Numeralia, dann Adjektive und ganz rechts Präpositionalgruppen. Im Englischen hätten wir sogar noch nach dem Determinator eine Position für Subjunitivobjekt. No, the king's three daughters. Es geht im Englischen. Des Königs neue Kleider. Genau, des Kaisers neue Kleider. So, des Kaisers neue Kleider. Da sehen wir, no, vor dem Adjektiv ist noch, oder des Kaisers zwei neue Kleider. Da sehen wir, also das Genitivattribut steht noch vor dem Numeral. Also links vom Numeral, links vom Adjektiv und nach dem Determinator. Alle. Ah, und im Deutschen, wie im Englischen, ersetzt das Genitivattribut auch den Artikel, also Determinator-Charakter. Genau. So, ja, kommen wir noch zu einem wichtigen Konzept, das jetzt uns noch weiterführt. Wir haben ja schon gesehen, irgendwie diese Bäume mit Determinatoren, mit Spezifizierern und so, passen gut über die einzelnen Sprachen hinweg. Wir haben aber auch gesehen, dass sich die einzelnen Sprachen manchmal so ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel haben wir das gesehen beim Verhalten des Possessivpronomens, was in manchen Sprachen Determinator ist und in anderen Sprachen Adjektiv, also italienischen Adjektiv, dann katalanischen, in manchen Varietäten des Portugiesischen, im europäischen Portugiesischen ist es auch Adjektiv. Im Brasilianischen ist es meistens Determinator. Also wir sehen, es gibt da Unterschiede. Ich hatte auch schon mal gesagt, was so die Kombinierbarkeit von Possessivpronomina zum Beispiel mit Demonstrativpronomina angeht, gibt es Unterschiede zwischen den Sprachen. Wir hatten auch einen ganz anderen Zusammenhang gesehen, dass Subjektpronomina manchmal auftauchen, in manchen Sprachen obligatorisch in anderen wegfallen können. Denken Sie an Jove, auf Spanisch, oder il pleu, Französisch mit il, es regnet auf Deutsch mit einem expliziten Subjekt.
Und da ist man auf die Idee gekommen, zu sagen, es gibt offenbar sowas wie Prinzipien, also etwas, was allen Sprachen gleich ist. Das ist etwa diese Baumstruktur, die man immer irgendwie verwenden kann, vor allem in den konfigurationalen Sprachen. Mit anderen wird es dann schwierig. Und da spricht man von sogenannten Prinzipien. Und wenn es halt Unterschiede gibt, einzelsprachliche Besonderheiten, das sind ja manchmal nur so kleine Unterschiede, wo man sagen kann, wir müssen einfach eine Marke setzen bei unseren Possessivpronomina und dran schreiben, sind die jetzt Adjektive oder Determinatoren. Und da wird dann von sogenannten Parametern gesprochen, die einzelsprachlich unterschiedlich gesetzt werden. So ein bisschen besteht da so eine Hoffnung, oder man kann sagen, da versteckt sich die Hoffnung dahinter, dass wir irgendwann rauskriegen, wie alle Sprachen funktionieren. Und dann können wir vielleicht in so einem Computerprogramm noch so Zusatzangaben machen, das wären dann die Parameter, um die Unterschiede zwischen den Sprachen darzustellen. Das könnte dann helfen bei der automatischen Übersetzung. Wenn ich also übersetze aus dem Italienischen il mio amico, mein Freund, ins Deutsche oder Spanische, oder sagen wir mal ins Spanische, mi amigo, dann weiß ich, da muss ich irgendwo vermerken, im Spanischen Possessivpronomen, aber bitte ohne Artikel. Ja, weil das Possessivpronomen da ein Determinator ist, während es im Italienischen ein Adjektiv ist. Und dann kann ich vielleicht diese Unterschiede relativ leicht beschreiben. Also man hat natürlich später herausgefunden, dass es alles nicht so leicht ist mit den Parametern. Insbesondere, man sieht es schon, wenn im Portugiesischen, im brasilianischen Portugiesisch es so eine Tendenz gibt, dass manchmal der Artikel dann doch auftaucht und manchmal nicht auftaucht. Oder im Italienischen unter Umständen der Artikel dann auch wegfällt bei bestimmten Wörtern. Bei Verwandtschaftsbezeichnungen, wenn die in der Grundform verwendet werden, im Singular und so, dann können Artikel auch wegfallen. Und dann sieht man eben, das ist nicht so einfach, wie man sich das hier vorstellt mit den Parametern. Und ja, aber das ist so ein bisschen das Modell, was dahinter steht. Und daraus hat sich dann eine ganze Schule entwickelt, die als Prinzipien- und Parametermodell bezeichnet wird. Und das Prinzipien- und Parametermodell, bei dem man eben davon ausgeht, dass es universale Prinzipien gibt, die für alle Sprachen gelten und eben Unterschiede zwischen den Sprachen, die man durch Parametersetzung herausbekommt. Und insbesondere dieser Ansatz mit den Konstituentenbäumen, dieser Ansatz wird in diesem Modell vertreten, weil man sagt, so eine Baumstruktur, die ist halt universal und die muss immer irgendwie vorhanden sein. Naja, das ist klar, denn die Baumstruktur ist ja nicht Einheit der Wirklichkeit, sondern ist ja von Linguisten ausgedacht worden. Ja, klar, was sich Linguisten ausdenken, passt eben oft auch auf verschiedene Sprachen. Also das darf man dabei nicht vergessen, dass natürlich hier diese Bäume nicht in unseren Köpfen so drin sind, sondern von Linguisten benutzt werden, um das zu beschreiben, was in unseren Köpfen passiert. Ja. Gut, damit wäre ich für heute am Ende. Ich glaube, Sie haben jetzt einen ungefähren Einblick in die Konstituentengrammatik, die wir ja erklärt haben anhand eines Beispielsatzes in dem es eine Mehrdeutigkeit gibt. Wir haben, glaube ich, sehr schön gesehen, wie man mit dem Konstituentenbaum diese Mehrdeutigkeit sehr schön sichtbar machen kann. Ich denke, das ist auch das Hauptverdienst dieser Analyse, dass eben solche Dinge sehr schön sichtbar gemacht werden können. Also genau Ambiguitäten, Mehrdeutigkeiten in der Struktur kann man sehr schön sehen. Anderes Verdienst ist sicher auch, dass jetzt sowas wie Subjekt und Objekt relativ klar definiert sind, ne, durch ihre Position im Baum.
Sonst sind diese Konzepte ja nicht so leicht zu definieren. Und das passt also hier sehr schön. Und wie gesagt, die Struktur von Sätzen, die hierarchische Struktur von Sätzen, und wir sehen ja an den Bäumen, dass sie irgendwie hierarchisch ist, lässt sich eben mit so einem Baum eben wirklich gut erfassen. Und damit lassen sich natürlich auch viele Regelmäßigkeiten sehr gut beschreiben. Also syntaktische Regelmäßigkeit. Ja, damit würde ich es mal bewenden lassen, was die Konstituentenstruktur angeht, und stehe natürlich jetzt noch für Ihre Fragen zur Verfügung.